Heute befassen wir uns mit einem Thema, das ebenfalls ja, etwas mit den Inhalten zu tun hat, die wir bereits behandelt haben, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, und zwar mit Kettenbrüchen. Eben habe ich gerade gelobt, ne, dass sie so diszipliniert geworden sind. Und jetzt dreht man sich einmal rum, ja, und schon geht es wieder rund. So, okay, Kettenbrüche. Kettenbruch, was ist ein Kettenbruch? Ne? Es ist nicht, wenn Sie mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren sind und die Kette reißt, sondern ein Kettenbruch ist ein Bruch, der folgendermaßen aussieht. Ich schreibe Ihnen mal ein Beispiel an, dann gucken wir uns das näher an. Ne? So, das ist ein Kettenbruch. Ja, beschreiben Sie mal einen Kettenbruch. Wie sieht ein Kettenbruch aus? Ja? Ja, viele Brüche ineinander geschachtelt nach einem bestimmten Prinzip, aber nicht irgendwie. Ja? Was ist Prinzip? Wenn wir es versuchen, mal allgemein aufzuschreiben. Ja? Fehler, die eigentlich. Ja, genau. Also in diesem Zähler und in diesem Zähler und in diesem Zähler. Addition, und hier haben wir immer ja, ganze Zahlen. Ne? Also wir haben hier folgende Struktur. x0 plus 1 durch. So, und jetzt kommt hier unten irgendwas. Ne? Und zwar kommt hier unten drunter wieder etwas, das aussieht wie ein Kettenbruch. Das heißt, hier steht jetzt x1 plus 1 durch, so, naja, x2 plus 1 durch und so weiter und so weiter. Dann machen wir vielleicht hier noch ein x3 hin plus Punkt, 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 ja? So, und es endet eben mit einem Bruch 1 durch xn. So, das ist ein Kettenbruch. Kettenbrüche hatten lange Zeit eine Bedeutung gehabt, bevor es Computer gab. Wir werden uns auch damit befassen. Was sozusagen der Hintergrund ist, warum das relevant war. Damit konnte man nämlich relativ gut beispielsweise irrationale Zahlen annähern. Damit befassen wir uns aber später. Erstmal ist diese Schreibweise hier natürlich auch ein bisschen umständlich. Um Kettenbrüche kürzer auszudrücken, macht man das Folgende. Man schreibt sie in so eckigen Klammern. Man nimmt erstmal den ganzzahligen Anteil und schreibt ein Semikolon dahinter, also 4 ist der ganzzahlige Anteil. Und dann nimmt man diese Werte hier, ne, und schreibt sie einfach in der Kette auf. So. Alles andere muss man nicht aufschreiben, weil es sozusagen schon strukturell vorgegeben ist. Wenn ich Ihnen das hier so hinschreibe, wissen Sie, das bedeutet 4 plus 1 durch 2 plus 1 durch 11 plus 1 durch 3. Ja? Ganz easy. Allgemein wäre es dann eben so, man schreibt hier x0 hin, dann ein Semikolon und dann x1, x2, x3, Punkt, Punkt, Punkt. So. Bevor Sie sich an Ihre Aufgaben machen können, gucken wir uns mal an, wie man eine Kettenbruchdarstellung erzeugen kann aus einem gemeinen Bruch. Ja? Nehmen wir mal ein Beispiel, haben wir ein gutes Beispiel überlegt. Welches Beispiel habe ich mir überlegt? Ah ja, 75 Elftel. Wir wollen 75 Elftel als Kettenbruch darstellen. Was machen wir? Wir machen den euklidischen Algorithmus. Ja?
Und zwar machen wir das mal folgendermaßen. Machen wir es nochmal ausführlich. 75 ist gleich 11 mal, Quatsch, wir kommen, doch klar, 11 mal, wie oft geht die 11 da rein? 6 mal, ne? 11 mal 6 plus 9. So, die 6 und die 9, Quatsch. Bitte? Die 11 und die 9, ja klar, bin auch gerade durcheinander gekommen. Die 11 und die 9 nehmen wir rüber. 11 ist gleich 9 mal 1 plus 2. Die 9 und die 2 nehmen wir rüber. 9 ist gleich 2 mal 4 plus 1. So. So, und jetzt nehmen wir noch die 2 und die 1. 1 mal 2 plus 0. So. Euklidischer Algorithmus durchgeführt. So. So. Jetzt überlegen wir uns mal, wie wir von dem, was wir gerade gemacht haben, zur Kettenbruchdarstellung kommen. Wir wollen ja 75 Elftel umformen. Ne? 75 Elftel. Kann ich das als gemischten Bruch schreiben? Ja? Genau. 6, 9 Elftel. Also. Ich schreibe es mal folgendermaßen, 6 plus 9 Elftel, okay? Ich habe den ganzzahligen Anteil rausgezogen. 6 plus 9 Elftel, so. Jetzt kann man ja das Folgende machen. 9 Elftel ist dasselbe wie 1 durch 11 Neuntel. Wer erkennt, wie es weitergeht? Na, was haben wir da gemacht? Wie könnte man jetzt weiter vorgehen, um den Kettenbruch zu erzeugen, ja? Genau, 11 Neuntel ist ja 1 plus 2 Neuntel, ne? Okay. Wie machen wir weiter? Ja? Dann 1 plus 2 Neuntel ist dasselbe wie 1 plus 1 Viertel und weiter. Genau. Neun halbe. Haben wir da schon im euklidischen Algorithmus irgendwo ausgerechnet, was das ist? Ja? Genau, ne? 4 plus 1 halb. Erkennen Sie, also ist mal fertig, ne? Das soll man das erstmal feststellen, weil jetzt haben wir hier oben überall Einser im Zähler stehen. So. Die Kettenbruchdarstellung ist also 6, 1, 4, 2. Jetzt rentiert es sich mal einen Blick auf den euklidischen Algorithmus zu werfen. Erkennen Sie, wo diese Zahlen stehen? 6, 1, 4 und 2. Ja, genau. Schauen Sie mal da. Gut, ne? Das sind gerade die Qs. Ne? B mal Q plus R. Gerade die Qs ergeben die Kettenbruchdarstellung. Also die wesentlichen Werte in der Kettenbruchdarstellung.
Die Begründung ist genau die, ich ziehe erstmal den ganzzahligen Anteil raus, das ist ja Division mit Rest. Dann habe ich hier den Rest stehen und mein B, durch das ich dividiert habe, hier habe ich ja A durch B, ist gleich Q plus R durch B. Und dann nehme ich R durch B, drehe es rum, damit habe ich B durch R und das ist gerade der nächste Schritt im euklidischen Algorithmus. Wenn man es allgemein macht, im euklidischen Algorithmus allgemein steht hier A durch B ist gleich Q plus R durch B und das ist gleich Q plus 1 durch B durch R und B durch R ist gerade die nächste Zeile im euklidischen Algorithmus. So. Gibt es Fragen dazu? Nee, ne? Okay.